Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Wir beschließen heute einen sehr wichtigen Antrag, weil, wie wir alle wissen, Niedersachsen nicht nur ein weltoffenes Land ist, sondern sich auch im internationalen Wettbewerb bewähren muss. Die aktuelle Broschüre des Wirtschaftsministers zeigt, dass wir einen großen Anteil an Außenwirtschaftsförderung fördern und unterstützen. Wir haben viele international agierende Unternehmen, Konzerne und auch kleine und mittelständische Betriebe, die im internationalen Dienstleistungsverkehr sind, aber auch einen großen Anteil von Fachkräften, die zwischen den Ländern wandern und teilweise sich auch hier niederlassen. Wir haben morgen eine mündliche Anfrage zur Fachkräfteinitiative. Auch da ist es ein wichtiger Schwerpunkt zu schauen, dass wir auch Fachkräfte nach Niedersachsen bekommen. Und für Fachkräfte, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eines ganz entscheidend. Das haben uns die klassischen Einwanderungsländer Kanada und USA vorgelebt. Sie kommen nämlich nicht als Arbeitskräfte oder als Fachkräfte, sondern sie kommen nur, wenn sie ihre Familien mitnehmen können. Und da ist ganz entscheidend, dass man Zuwanderinnen und Zuwanderer, die dann zu Einwandererinnen und Einwanderern werden, sozusagen als Familie, als Gesamtpaket sehen. Und da ist ganz entscheidend, was die Kollegin Frau Glosemeier gesagt hat, da ist ganz entscheidend einfach die Ausländerbehörde. Die Ausländerbehörde ist die Visitenkarte der Kommune, das Aushängeschild für ein Einwanderungsland. Denn der Erstkontakt von Zuwandererinnen, ob Studierende sind, die aus dem Ausland kommen, ob es der Arzt ist aus Indien oder ob es der Werksvertragsarbeiter oder der Saisonarbeiter oder die Arbeiterin ist. Alle haben als Erstanlaufstelle die Ausländerbehörde. Und von daher wollen wir, dass Anerkennungs- und Willkommenskultur nicht ein Lippenbekenntnis bleibt, sondern es wirklich praktisch umsetzen und deswegen dieses Pilotprojekt begleiten und die Landesregierung darin bestärken, auch weitere Ausländerbehörden zu motivieren, auch von alleine diesen Weg zu gehen, wie die Region Hannover. Das ist durchaus legitim, Herr Kollege Oetjen. Ich weiß nicht, ob der Landkreis Rothenburg sich beworben hat, aber es ist ein Anstoß, eine Anregung dieser Landesregierung. Die Kommunen können sich selbstständig auf den Weg machen, sich zu serviceorientierten interkulturellen Behörden zu öffnen. Und wir geben hier den Startschuss. Vielen Dank für die Unterstützung zu diesem Antrag.